Heute soll es ums Zelten und Campen gehen. Und allgemein um YouTube-Videos zum Thema Outdoor. Und naja, wie dieses Thema von bestimmten Frauen sexualisiert wird, nur um deren Schmuddelseiten zu bewerben. Oh mein Gott, okay, it's happening. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, es geht heute um das Thema Outdoor, wie ihr gerade schon gesehen habt. Ich bin dadurch, wie bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden? Ich glaube, das war irgendwie in meiner, ich gucke allgemein immer sehr viele Outdoor-Videos, ja, von Leuten, die einfach draußen in der Natur, in der Wildnis übernachten, überleben, ihr Camp aufschlagen, dort grillen, also einfach diesen cozy Content. Ja, ich persönlich finde es einfach mega entspannt. Manchmal, während ich ein Video schneide oder so, läuft das im Hintergrund. Und dann bin ich irgendwann mal auf eine Thumbnail aufmerksam geworden, ja, also ihr habt ja immer rechts diese Leiste, wo euch weitere Videos vorgeschlagen werden zu den Themen, die euch halt gefallen. Und ja, da wurde mir unter anderem dieses Thumbnail vorgeschlagen von diesem Kanal. Ja, ich dachte mir anfangs, ja, ist ein bisschen untypisches Thumbnail für ein Overnight-Camping-Video, aber ich meine, jedem das Seine. Ich bin also auf den Kanal gegangen und musste feststellen, dass dieser Channel seit ein bisschen über einem Jahr besteht und in dieser kurzen Zeit über 54 Millionen Video-Views gemacht hat. Und dann war ich natürlich so, okay, es muss ja einen Grund geben, dass dieser Kanal so viele Views in dieser kurzen Zeit erreicht hat. Also bin ich in den Videos, auf den Videos-Tab gegangen, wo ich jetzt hier gerade auch einmal drauf bin und ja, ne? Ich meine, das spricht für sich selbst, oder? Ja, dann habe ich diese ganzen Thumbnails gesehen, die immer sehr, sehr sexualisiert sind, wenn man das so sagen kann. Und bin dann auf ein ganz bestimmtes Video gestoßen, welches 18 Millionen Views hat. Es nennt sich Solo Overnight Camping in the Rain. Also ja, campen im Regen alleine. Schauen wir doch einfach mal rein. Das klingt doch super interessant und super gemütlich. Ja, klingt nach einem schönen Outdoor-Video. Schauen wir doch einfach mal rein, um was es da geht. In this video. Okay, cool mit dem Text eingeblendet. Muss ich ehrlich... Okay, ein Kompass ist ein... Und so eine Art Navigation. Ey, also von der Produktion her gar nicht mal so schlecht. Okay, da wird das Camp aufgeschlagen. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir das Video dann so ein bisschen angeschaut. Das hat an sich ganz cool gewirkt. Einfach so ganz entspannter Camping-Trip, bis es anfing, dunkel zu werden. Und dann eine Szene kam, wo sich die Person umgezogen hat. Und das natürlich vor laufender Kamera. Es ist auch immer ganz praktisch bei YouTube. Kannst du nämlich immer sehen, welche Szene am meisten geklickt wurde und wo man am öftesten eine Szene wiederholt hat. Und da bin ich natürlich dann direkt mal auf diesen Ausschlag gegangen und dann kam diese Szene hier. Ganz schön frech, oder? Aber ich dachte mir, wir dürfen jetzt hier nicht direkt urteilen. Wir schauen uns einfach mal noch ein weiteres Video von dieser Dame an. Und selbstverständlich gab es auch hier wieder die Szene, in welcher man sich in der Nacht noch umzieht, um sich's dann gemütlich zu machen. Es gab natürlich auch eine Szene, als sie morgens aufgestanden ist. Ja, das spricht für sich, oder? Ihr braucht mir auch in dem Fall nicht sagen, ja Dennis, es ist doch nur, weil du da so drauf achtest,
du bist doch selber schuld dran und du siehst es so. Die hat vielleicht gar keine Intentionen, dass man das sieht und hat da gar nicht dran gedacht, sondern sie will einfach nur ein cooles Ambiente geben. Okay, womit erklärst du dann die Thumbnails? Aber wie das natürlich auf YouTube so ist, wenn du dir halt 1, 2, 3 Videos von diesem Kanal anschaust, habe ich natürlich nur zur Recherche getan. Lüge, Lüge, Lüge. Dann werden dir natürlich weitere von diesen Camping-Videos vorgeschlagen. Wie zum Beispiel dieser Kanal. Was fällt euch auf? Richtig, es ist wieder eine Dame, die einfach gerne leicht bekleidet campen geht. Und es sind nicht nur die Thumbnails, es sind auch die Titel. Wie wir zum Beispiel bei diesem Video hier sehen, Young Girl Solo ASMR Camping Rain Relaxing in the Tent. Also, junges Mädchen, Solo ASMR, campen im Regen. Relaxing. Und selbstverständlich auch auf diesem Kanal gibt es wieder Szenen, in welchem es dunkel wird und man sich Bett fertig macht. Ja, mehr muss ich, denke ich, jetzt auch nicht von diesem Video zeigen. Ich denke, ihr habt alle verstanden, was der Hauptfokus in diesen Camping-ASMR-Videos ist. Und ich kann sehr gut verstehen, warum jetzt die Outdoor-Community und allgemein die ganzen Leute, die Outdoor-Videos machen, also nicht alle, aber warum halt eben vereinzelt Leute angepisst sind und genervt sind und sagen, ey, das kann doch nicht sein, wir machen seit zig Jahren Videos und dann kommen auf einmal da irgendwelche Mädels her, die sich dann halbnackt in der Kamera zeigen und die generieren die Video-Views, die wir vielleicht in 15 Jahren oder so generiert haben, in einem Jahr, weil sie halt ihren Körper zeigen und quasi das leider der Höhepunkt des Videos ist. Und dieses Problem wird es heutzutage und in der Zukunft immer weiterhin geben. Es wird in jeder Nische, egal um was es geht, egal welches Thema, immer diese Mädels geben, die sich halbnackt zeigen und versuchen, mit ihrem Körper zu profitieren. Es ist halt einfach so. Und das wird sich nie ändern. Und auch die ganzen Mädels, wie gesagt, es gibt noch so, so viele mehr von diesem YouTube-Camping, Solo, Young Girl, Beautiful Girl, Camping, Solo, ASMR, In the Rain, Videos. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dieser Kanal hier ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein super Beispiel. Ich denke, ich muss jetzt hier nicht auf irgendein Video davon draufklicken. Ich denke, ihr seht wieder, was der Hauptfokus ist. Besonders das, hier, ich zoome einmal ran, das unterste Video, vor allem es ist auf Deutsch übersetzt, warum auch immer, junges Mädchen, Solo-Übernachtung, Camping im Regen. Ihr seht, das ist immer dasselbe Schema und was ich dann immer halt so falsch finde, ist, dass dann halt quasi immer diese ganzen, ja, diese ganzen Schmuddelseiten und Schmuddel-Content von diesen Mädels dann quasi beworben wird. Wir haben hier natürlich, zum Beispiel bei diesem YouTube-Kanal wird der Patreon-Channel zum Beispiel ganz groß angepriesen. Auf den Content muss ich hier auch nicht wirklich eingehen. Ich meine, allein der Titel Shower in the Wild und dann Flammen-Emoji. Also, ja. Cutie Morning with Solo. Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Ich will jetzt hier niemanden bashen oder so. Und es ist auch an sich nichts Verwerfliches, wenn man Erwachsenen-Content macht. Aber ich finde, dass so einen Content meiner Meinung nach auf YouTube nichts zu suchen hat. Das sollte eher auf so 18-Plus-Seiten gepostet werden, ja. Auch auf diesen ganzen Schmuddelseiten, auf diesen ganzen Pron-Seiten. Also, ich kenne jetzt keine Namen von diesen Seiten. Ich kenne die persönlich jetzt auch nicht, aber Lüge. Und es gibt noch so viel mehr Dinge, über die ich sprechen möchte und die mir tagtäglich auffallen und ich mir immer wieder denke, oh, dazu soll ich ein Video machen, dazu soll ich ein Video machen. Denn dafür ist auch dieser Zweitkanal da, damit ich einfach auch über andere Themen sprechen kann. Themen, die mich aufregen, Themen, die ich einfach so im Kopf habe, die mich interessieren oder auch eure Themenvorschläge. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon mal was von diesen Camping-Videos gesehen, wurde euch schon mal sowas vorgeschlagen? Schreibt es doch mal gerne unten rein und was ist eure Meinung dazu? Also ich finde, das hat auf YouTube nichts zu suchen, das sollte wirklich auf anderen Plattformen stattfinden, aber nicht auf YouTube, keine Ahnung. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum halt eben einige Leute der Camping-Community, sowohl als auch von der Outdoor-YouTube-Community halt einfach abgefuckt sind, weil es halt leicht ist, einfach seine zu präsentieren oder, wisst ihr, wie ich meine? Ja.
It is how it is. Das soll es auf jeden Fall mit dem heutigen Video gewesen sein, meine Freunde. Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare, über was ich als nächstes ein Video machen soll, wenn es irgendwelche Themen gibt, wo ihr denkt, oh, das wäre ganz cool, wenn du mal darüber sprichst oder deck mal das auf oder sag doch einfach mal deine Meinung dazu. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, macht's gut.